Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie bitten, nunmehr Platz zu nehmen und mir Ihre freundliche Aufmerksamkeit zu schenken. Denn ich habe die große Freude, die 20. Plenarsitzung zu eröffnen und stelle, wenn ich mich umschaue, die Beschlussfähigkeit fest, sei denn, es erhebt sich dagegen Widerspruch. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann darf ich Ihnen ein paar Dinge zur Tagesordnung eingangs mitteilen. Die Tagesordnung vom 17. September und ein Nachtrag, der vom heutigen Tage stammt, mit insgesamt 80 Punkten, liegt Ihnen vor. Sie können dem Nachtrag der Tagesordnung entnehmen, Top 70 bis 75, dass 6 Anträge betreffend eine Aktuelle Stunde eingegangen sind, dass wir die entsprechend am Donnerstagmorgen abhalten und auch je 5 Minuten je Fraktion. Bei gemeinsamem Aufruf verlängert sich die Redezeit um die Hälfte. Das haben wir auch so vorgesehen. Stattfindet. Die Tagesordnungspunkte 73 und 74 wollen wir gemeinsam aufrufen. Das heißt, Sie haben eine Redezeit von 7,5 Minuten und die anderen Aktuellen Stunden eine Redezeit von 5 Minuten je Fraktion. Wie gesagt, am Donnerstag um 9 Uhr wollen wir Sie aufrufen. Noch eingegangen und in den Fächern verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion der CDU und von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der Freien Demokraten betreffend Neubenennung für ein hessisches Mitglied und einen Stellvertreter für die 7. Mandatsperiode im Europäischen Ausschuss der Regionen. Er trägt die Drucksachennummer 20-1233. Und ich frage, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Offensichtlich ist das der Fall. Und dann wird dieser Dringliche Antrag Top 77. Und wenn hier auch niemand widerspricht, wollen wir den direkt nach der Fragestunde, und zwar ohne Aussprache, aufrufen. Ist offensichtlich der Fall, dann machen wir das so. Tagesordnungspunkt 20, das ist der Antrag der Fraktion der Freien Demokraten, Drucksache Nummer 20-348. Wird nach der interfraktionellen Vereinbarung zur abschließenden Beratung in den WVA überwiesen, und der DDA soll mitberaten. So machen wir das. Tagesordnungspunkt 27 ist der Antrag der Fraktion der Freien Demokraten, Drucksache Nummer 20-607, wird nach der gleichen Vereinbarung zur abschließenden Beratung in den WVA überwiesen. Auch hier erhebt sich kein Widerspruch. Und die Tagesordnungspunkte 21 und 31 wollen wir gemeinsam aufrufen. Noch eingegangen und auch an den Plätzen verteilt ist ein Änderungsantrag der Fraktion der Sozialdemokraten, das ist die Drucksachennummer 20-1267. Zum Gesetzentwurf der Fraktion der SPD für ein Gesetz über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum, Drucksachennummern 20-1184 zu Drucksache 20-170. Und auch noch eingegangen und ebenfalls an den Plätzen verteilt ist ein Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE, Drucksachennummer 20-1268 zum Dringlichen Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE für ein Gesetz gegen Leerstand und Zweckentfremdung von Wohnraum, Drucksachennummer 20-1186 zu Drucksache 20-238. Und weiterhin, aber das ist dann auch der letzte Punkt, eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt, ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Unterstützung der Bundesratsinitiative zur Abschaffung der Umlagefähigkeit der Grundsteuer auf die Mieter, Drucksachennummer 20-1269. Ich frage, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Sie wird jedenfalls nicht verneint, dann ist das der Fall. Sie wird dann Top 81 und kann, wenn Sie nicht widersprechen, mit Top 51 zu diesem Thema aufgerufen werden. So machen wir das offensichtlich, dann soll das auch so geschehen. Und insoweit darf ich fragen, ob Sie einverstanden sind mit der Genehmigung der Tagesordnung. Die Tagesordnung ist insoweit genehmigt. Wir haben im Ältestenrat vereinbart, und es ist auch auf der Tagesordnung vermerkt, dass wir heute bis 19 Uhr tagen. Wir beginnen wie immer mit der Fragestunde. Anschließend, wie eben vereinbart, stimmen wir dann über die Mitgliedschaft im Ausschuss der Regionen ab. Und dann fahren wir mit Top 2 fort. Heute fehlen entschuldigt Herr Staatsminister Kai Klose, Frau Abg. Carina Fissmann und Frau Abg. Wallmann. Gibt es weitere entschuldigte Fehlende? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Lassen Sie mich noch einen vorletzten Hinweis machen.
die Auswahl der 7 Persönlichkeiten für das Kunstwerk Himmel über Hessen Lichtgestalten haben die Schülerinnen und Schüler der 11. und der 12. Klasse der Albrecht-Dürer-Schule in Weiterstadt getroffen, die vom 3. bis zum 5. September, die Vizepräsidentin freut sich, 2009 am Seminar im Zentrum der Landespolitik teilgenommen haben. Es sind dies Johann Wolfgang von Goethe, Adam Opel, Anne Frank, Wilhelm Grimm, Wilhelm Leuschner, Georg Büchner, Jakob Grimm. Das waren sie, genau. So, dann gibt es noch ganz besonders erfreuliche Mitteilungen, nämlich einmal, dass die Kollegin Vanessa Gronemann am 7.9. einen runden Geburtstag begangen hat. Ich wünsche Ihnen, liebe Frau Gronemann, im Namen des gesamten Hauses alles Gute und viel Glück, aber vor allem Gesundheit für das kommende Lebensjahr. Herzlichen Glückwunsch. Und das ist einfach auch mittlerweile ein bisschen schon abgenutzt, Herr Gegger, aber in so schöner Gesellschaft feiert sie es natürlich ganz besonders gut. Und das gilt heute oder trifft heute zu auf unseren Kollegen Thomas Hering, der am 24.09.1971 zur Welt gekommen ist und insoweit heute mit uns gemeinsam Geburtstag feiert. Alles Gute, viel Glück und vor allem Gesundheit, lieber Herr Kollege Hering. Für Sie gibt es natürlich von der Kollegin Hartmann eine wunderbare, gute Flasche Geisenheimer Wein. Geisenheim trifft Fulda sozusagen. Wir wünschen guten Genuss. Erstmal nicht. Die Kollegin hat entschuldigt. Ihr Sohn heißt Emil vor wenigen Tagen. Das klappt irgendwie nicht mit der Kommunikation. Deswegen sage ich sie. Ja, aber dass die schwanger ist, ist auch nicht. Alles klar. Ja, wunderbar. Eine weitere sehr erfreuliche Mitteilung darf ich Ihnen machen, nämlich die Kollegin Carina Fischmann ist Mutter geworden, und zwar eines Jungen, der den Namen Emil trägt. Wir gratulieren der Mutter, dem Vater, der Familie und natürlich dem kleinen Emil. Wir wünschen allen alles Gute und freuen uns, wenn die Kollegin bald wieder zu uns kommt und Emil mitbringt. Wir werden ja mittlerweile ein ganz familiärer Landtag, das freut uns ganz besonders. Insoweit vielen herzlichen Dank für diesen Hinweis und nochmals unsere guten Wünsche an die Kollegin Fissmann und die gesamte Familie Fissmann. Damit bin ich zunächst einmal mit allen Regularien durch.